In diesem Video beschäftige ich mich mit dem Projekt NoxBlocks. Es gibt in Dortmund eine neue Möglichkeit, wie man sein E-Auto laden kann. Und das ist das Projekt NoxBlocks. Das ist ein Projekt der Stadt Dortmund und die arbeiten da mit diversen Partnern zusammen und wandeln bestehende Straßenbeleuchtung, also Straßenlaternen, in Ladepunkte um. Das Projekt hat als Ziel, 400 dieser Ladepunkte zu schaffen bis 2022 und ist, glaube ich, auch nicht so einfach. Ist eine clevere Idee auf jeden Fall, aber ist auch nicht so einfach, wie man sich vorstellt. Da haut man nicht einfach nur eine Box dran und dann funktioniert das. Da muss, glaube ich, auch am Strom noch was gemacht werden, Kabelzuführung und das ist, glaube ich, nicht trivial. Ansonsten, wie gesagt, eine clevere Idee, gerade für Leute wie mich, die zu Hause nicht laden können, die keine Wallbox haben. Für die ist es eine weitere Möglichkeit, on the go zu laden. Ich habe ja in meinem Ladevideo auch schon darüber gesprochen. Man stellt ja beim E-Auto sein Verhalten um. Es ist nicht mehr, man fährt zum Tanken und macht voll, sondern gerade wenn man eben nicht zu Hause laden kann, man lädt mal hier ein bisschen, man lädt mal da ein bisschen und irgendwie funktioniert das dann nämlich auch reibungslos. Und ja, ich würde gucken, dass ich mir mal so eine NoxBlocks-Laterne anschaue, gucke, ob ich den Tesla damit geladen bekomme. Es sind 11 kW-Lader, also jetzt auch nicht untypisch, aber natürlich dementsprechend auch nicht mordschnell. Und auf der Webseite zu dem Projekt gibt es die Ladesäulenkarte. Da muss man zweimal draufklicken, dann kommt man auf eine Karte im Browser. Es gibt also keine dedizierte App, man muss über den Browser gehen. Dann kann ich entsprechend filtern. Also hier sind auch andere Ladepunkte drin angegeben. Nehmen die mal alle raus, dass ich nur die NoxBlocks Ladepunkte sehe. Ja, und dann kann man reinzoomen. Es ist leider nicht wie zum Beispiel bei Google Maps, wo einfach ein Button ist, da tippe ich drauf und dann fokussiert er auf den Punkt, wo ich jetzt hier gerade stehe und zeigt mir alle in der Umgebung. Ich muss also wissen, wo ich bin und dann kann ich ein bisschen suchen. Responsive, ja, ist okay, funktioniert halbwegs. Und da sehe ich schon, es gibt halt eine Menge in Innenstadt und im Kreuzviertel, in Hombruch und ein paar in Dorstfeld. Ist auch erstmal eine komische Aufteilung, ist halt erstmal so, ist ja auch noch lange nicht beendet, das Projekt. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade im Innenstadtbereich und im Kreuzviertel wird es schwierig sein, auch vor so einer Laterne einen Parkplatz zu finden, weil das ist dann reiner Zufall. Weil, soweit ich weiß, sind die nämlich nicht ausgezeichnet als E-Parkplätze. Und von daher ist es auf gut Glück und ich werde einfach mal ein paar abfahren und hoffe, dass ich einen freien Parkplatz davor bekomme. So, wir haben jetzt endlich eine NoxBlocks-Laterne mit Ladestation gefunden, die auch einen freien Parkplatz hat. Wir sind hier in Dorstfeld, das ist ein Vorort von Dortmund und ich glaube, in so einem Vorort hat man eher die Chance, auch so einen Ladeplatz zu bekommen von einer Laterne, weil ja so tagsüber, also morgens bis mittags auf jeden Fall auch viele Leute mit dem Auto unterwegs sind zur Arbeit und dann ist die Chance entsprechend auch groß. Ja, die Laternen erkennt man, die sind grün. Und davor ist in Grau die Box mit der Ladetechnologie. Hier oben ist eine kleine Erklärung, wie das freigeschaltet wird. Da ist auch ein RFID-Laser für eine Ladekarte. Darunter der Anschluss fürs Ladekabel. Dann haben wir hier noch eine kurze Erklärung, dass bis zu 11 kW geladen werden kann mit Stecker Typ 2. Ist eigentlich auch relativ klar, sollte man wissen. Ein paar Logos drunter. Und dann haben wir darunter noch einen QR-Code, wo man mit der VE-App von der DEW 21 entsprechend auch das Ding dann freischaltet und damit bezahlt. Und ja, so einfach wie es ist, hoffe ich mal, das funktioniert auch rund. Ich hole mir jetzt mein Ladekabel, stecke es an und dann schauen wir mal, ob wir es freigeschaltet bekommen. So, Ladekabel steckt. Jetzt kommt die Herausforderung. Ich muss es natürlich freischalten und auch bezahlen können. Und hier oben ist ja der RFID.
Laser und ich habe die Ladekarte mit meinem ADAC-Tarif. Ich habe damals ja schon drüber gesprochen in meinem Video zu den Lademöglichkeiten ohne Wallbox zu Hause. Ich habe die Karte noch nie benutzt. Ich benutze eigentlich immer nur die App. Von daher, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, ob es funktioniert und probiere es einfach mal aus. Ich muss sie hier oben drauflegen und dann sollte es alles automatisch passieren. Und es passiert nichts. So, also das funktioniert nicht. Ich wüsste auch nicht, dass man da was groß falsch machen kann. Ich lege es drauf, dann blinkt kurzzeitig alles. Und das war's. Also hiermit funktioniert es für mich nicht. So, dann habe ich ja jetzt hier noch den QR-Code. Da steht Direct Payment drauf. Ich vermute mal, da kann ich dann direkt bezahlen. Und das werde ich mal einfach mal probieren, indem ich die Kamera-App von meinem iPhone nehme und einfach den QR-Code scanne. Genau, dann geht der Browser auf, Direct Payment, und jetzt kann ich hier direkt meine Kreditkarteninfos eingeben und ja, direkt bezahlen. Ich habe aber auch die VE-App von der DEW21 und die probiere ich jetzt einmal aus. Dafür wähle ich direkt Laden, QR-Code scannen und scanne den QR-Code. Und klicke auf kostenpflichtig starten. Und jetzt lädt er. So, kommen wir zum Fazit. Im Prinzip sind die Nox-Blocks eine total clevere Idee. Die Laternen sind da, davor gibt es im Regelfall Parkplätze. Und die umzurüsten und Leuten wie zum Beispiel mir die Möglichkeit geben, zu laden an der Straße, an einer Laterne zu laden, die wie ich halt eben keine Möglichkeit zu Hause mit einer Wallbox haben, die ist super. So, in der Theorie, in der Praxis sehen wir hier schon ein Problem hinter mir. Da steht ein Anhänger. Der steht auch schon seit ein paar Tagen da. Das heißt, faktisch, hier kann keiner laden. Denn da, wo ich jetzt hier stehe und wo ein bisschen frei ist, könnte ich mich nicht hinstellen, weil da, wo ihr jetzt mit der Kamera theoretisch oder praktisch auch seid, da ist eine Einfahrt. Also ich müsste dahin, wo der Anhänger steht. Geht also nicht. Liegt natürlich daran, dass die Parkplätze an den Nox-Blocks-Laternen auch nicht als E-Parkplätze gekennzeichnet sind. Sprich, jeder kann da parken. Also der Anhänger ist angemeldet, das ist ein gutes Recht, der kann sich da hinstellen. Der bezahlt dafür Steuern. Ich würde es vielleicht mal, weiß nicht, so in den Raum stellen. Man könnte ja mal ausrechnen, wie viel man an Laternenparkplätzen hat und das im Verhältnis setzen zu den E-Autos, die in Dortmund zugelassen sind, prozentual. Und dann würde man entsprechend auch die Anzahl umrüsten, in Anführungsstrichen, und halt auch entsprechende Parkplätze einrichten, damit man es überhaupt nutzen kann. Denn also zum Beispiel im Kreuzviertel, wo zu wenig Parkraum ist, da ist halt auch eine Nox-Blocks-Laterne. Da wird nie einer laden können, weil nie einer, also die Chance, dass dann einer mit einem E-Auto, der laden will, genau da den Parkplatz bekommt, die ist nahe Null oder vielleicht sogar noch minus Null. Von daher, ich bin gespannt, was sich da noch tut. Je mehr von denen natürlich kommen, desto mehr hat man natürlich die Chance zu laden. Vielleicht ist dann auch irgendwann mal der Wechsel, dass sie halt auch als Parkplätze für E-Autos gekennzeichnet werden. Ich weiß es nicht. Dann machen wir natürlich auch mal ein neues Update-Video. Und bis dahin, ja, hoffe ich, habe euch ein paar Informationen geben können. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.